Hallo liebe Zuschauer von Easy German, wir haben uns sehr, sehr gefreut über eure vielen Kommentare beim letzten Mal und das motiviert uns natürlich unheimlich, heute wieder rauszugehen und eine neue Folge zu drehen. Unsere heutige Episode ist eine Videoantwort auf die letzte Folge von Easy Russian. Dort hat nämlich Anja in St. Petersburg die Leute gefragt, welche Sprache sie lernen und warum. Und jetzt gucken wir mal, was die Leute in Berlin dazu sagen. Los geht's! Wir würden euch super gerne was fragen. Ja, unbedingt. Ja, schieß los. Und zwar, welche Sprachen lernt ihr oder würdet ihr gerne unbedingt lernen? Schwedisch. Warum? Ich hatte meine Mitbewohnerin, die Schwedische, und ich war in Schweden, in Stockholm, und ich wollte unbedingt Schwedisch lernen. Und? Hast du es gemacht? Ein bisschen kann ich es, aber ganz, ganz wenig nur. Wir würden gerne wissen, welche Sprachen du lernst und warum. Ich? Englisch zurzeit. Ja? Ja. Und warum? Weil ich es beruflich muss. Ja. Ja. Was machst du beruflich? Ich bin Polizeibeamter. Also ich höre immer mal wieder französisches Radio, weil ich eine engere Verbindung zu der Sprache habe und die sehr schön finde und die gern auch wieder regelmäßiger sprechen würde. Und Finnisch habe ich mal angefangen, weil meine damalige Freundin Finnisch gesprochen hat, aber das hat sich dann ein bisschen im Sand verlaufen. Aha. Und Arabisch und Türkisch würde ich gern können und Vietnamesisch auch, um halt die Leute hier besonders in Berlin mehr zu verstehen, aber da kann ich mich nicht so richtig durchringen, das irgendwie so einen Angriff zu nehmen. Aber das würde ich auch gern machen, ja. Also ich finde Sprachen super wichtig. Was willst du lernen? Ich würde gern Spanisch lernen. Okay. Warum? Ja, es ist eine vielgesprochene Sprache. Ja? Und ich finde, es ist eine schöne Sprache einfach. Ja? Welche Sprachen ich lerne? Ja. Ich kann höchstens sagen, gelernt habe. Ja. Die Muttersprache natürlich, als erstes sozusagen angewölft. Und dann in der Schule Französisch, Englisch, Spanisch. Davon und? Kann ich heute noch einigermaßen Englisch. Ja. Und ein wenig verstehe ich auch vom Französischen. Ja. Spanisch ist leider verloren gegangen. Und fahren Sie öfter nach Frankreich, um das aufzufrischen? Nein, aber in englischsprachige Länder. Ja. Und dort, wenn man mit im Business mit Englisch zu tun hat, wird Englisch gefragt, logischerweise. Okay. Und im Urlaub kommt man mit Englisch auch im Regelfall ganz gut weit. Ich habe in der Schule Englisch gelernt und Latein. Ja. Und nebenher nur so, wegen des schönen Klanges, Italienisch. Und sprechen Sie noch Italienisch? Ich kann mir Essen bestellen, ich kann auch sagen, die Rechnung stimmt nicht und sonst zum Überleben reicht's. Englisch und Französisch und ein bisschen Italienisch. Sprechen Sie das noch? Englisch bisweilen, Französisch eher nicht und Italienisch auch nicht. Was ist das Herausforderndste am Lernen, am Englisch lernen? Oh, eigentlich die Motivation ist immer wieder zu tun. Ja? Ja. Dürfen Sie etwas fragen? Aber meine Deutsch ist nicht so gut. Macht nichts, macht nichts. Wir würden gerne wissen, welche Sprachen lernen Sie? Deutsche Sprachen? Ja? Ja. Und warum? So, ich bin Russen. Ja. Und ich wohne in Berlin. Ja, Conno, du besuchst uns gerade in Berlin. Ja. Woher kommst du denn? Ich komme aus Bonn gerade, heute. Und ursprünglich? Aus dem schönen Schwabenland. Ich sag mal einen Satz auf Hochdeutsch und du sagst genau, dann Schwäbisch, ja? Hast du heute schon das... Wir gehen nachher noch was essen. Ja, wir gehen nachher noch was essen. Hast du heute schon das Obst von den Bäumen geholt? Hast du heute schon das Obst geholt von den Bäumen? And what are you doing with this camera? We ask people what languages they learn. Ah, I see. Or like to learn. I see. I'd like to learn German. Yeah? Yeah. How come? Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Do you live in Berlin? No, just visiting for Berlinale. Was machen Sie hier? Ich bin Künstler. Künstler? Ja. Yeah. Und was für ein Künstler? Weißen Sie, meine Bild auf Berlin Mauer, ja? Ja. Bruderkuss. Das, ja. Das meine. Echt? Ja. Ja. Wow! Wir haben gerade einen berühmten Künstler getroffen. Ja, ja, ja. Ich bin nie so berühmt. Aber Bruderkuss ist sehr berühmt. Welche Sprachen sprechen Sie? Oder? Beides. Oder, Hebräisch und Englisch. Hebräisch und Englisch. Und ein bisschen Deutsch. Und seit wann bist du in Berlin? 2010. Okay. Und du lernst immer noch Deutsch? Ja, ich lerne 3 Kurses, aber. Leben ist so voll mit Arbeit und so, das ist ein großes Problem. Was machst du? Deutsch. Künstler. Auch Künstler. Conno, welche Sprachen lernst du denn? Ich habe in der Schule Französisch gelernt, Latein, Englisch und im Studium ein bisschen Arabisch, aber ich kann alles nicht.
Du kannst gar nichts? Ich kann es nicht mehr. Ja. Also in der Schule lerne ich Englisch und Französisch. Ja. Ich hätte die Chance gehabt, noch Latein zu machen, aber es war mir doch zu kompliziert. Und in den Osterferien lerne ich noch Kiswahili, zumindest ein paar Brocken, damit ich mich ein bisschen verständigen kann auf einem Austausch nach Sansibar. Und wo benutzt du Englisch im Alltag? Naja, so hier auf der Straße. Ja? Also der ein oder andere kann ja kein Deutsch, die Touristen. Ja, ist ja nur ein Touristenhochburg hier. Ja. Und wenn du jetzt irgendeine Sprache, wenn du jetzt morgen früh aufwachst und du könntest plötzlich eine fließend, ja, was wäre das? Schwedisch. Warum? Ich habe eine ziemlich enge Verbindung zu IKEA. Russisch vielleicht? Ja. Was ganz anderes, finde ich schwer. Warum das Russisch? Ja, super. Wenn Sie dann nach Russland fahren? Vielleicht. Ja. Ja. Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Japanisch. Warum? Weil sich Japanisch einfach sehr interessant anhört und weil eine Freundin von unserer Familie gerne Japanisch lernen möchte und ich finde, die Silben sind einfach sehr interessant. Wenn du jetzt eine Sprache über Nacht plötzlich sprechen könntest, was wäre das? Entweder Spanisch oder Französisch dann fließend. Wahrscheinlich Französisch. Und warum? Weil es so schön klingt. Esperanto. Echt? Ja. Warum? Sprechen doch so wenige. Ja, immer mehr. Ja? Was gefällt dir daran? Dass es eine konstruierte Sprache ist. Das ist angeblich relativ einfach zu lernen. Ich habe es noch nicht gemacht. Ja. Nö, so ein bisschen, weiß nicht, hat irgendwie so ein bisschen IT-Bezug. Ja. Also es ist universell. Ja, das stimmt. Ja, liebe Zuschauer, das war's. Es ist richtig kalt, aber wir haben alle Interviews im Kasten. Nur eins weiß ich noch nicht. Wenn du jetzt über Nacht eine Sprache sprechen könntest, plötzlich, was wäre das? Ich glaube, das wäre Arabisch. Und warum? Weil man da ziemlich gefragt ist mit und ich glaube auch einen ziemlich guten Job bekommen kann. Also schon schön karrieretechnisch gedacht. Dann würde ich dir vorschlagen... Nicht nur karrieretechnisch, weil man kommt einfach auf Teilen der Welt weiter, wo Englisch vielleicht nicht so weit hilft. Aber das ist vielleicht auch ein Vorurteil. Dann würde ich vorschlagen, kannst du dir einfach mal Easy Arabic gucken. Das bieten wir auch an mit einem sehr netten Team aus Ägypten. Und für euch, liebe Zuschauer, haben wir noch eine Frage, denn wir möchten gerne von euch wissen, wenn ihr über Nacht eine Sprache plötzlich perfekt sprechen könntet, welche Sprache wäre das und warum? Die kreativste Antwort bekommt einen Sonderpreis von uns. Wir sagen noch nicht, was das ist. Deshalb gebt euch Mühe. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche bei Easy German. Ciao!